Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chernobyl Light hier bei Heisenberg Zock. So, wir sind wieder an der Basis. Puh. Ja, dieses Schleichen, nein, es ist nicht meins, es wird nicht mehr meins und es war noch nie meins. Ja, was machen wir denn jetzt? Im Prinzip haben wir die Mission ja abgebrochen. Beziehungsweise, nö, stimmt gar nicht, das war ja keine Mission, sondern das war Training. Aber die Waffe wollte ich ihm noch geben, genau, das können wir machen. Mal gucken, jetzt wird aber wahrscheinlich nochmal seinen Monolog halten. Genau. Ne, er hält nichts. Okay, sieh Ausrüstung an. Jetzt müssen wir doch hier die Knarre drin haben. Nö, nicht wir. Wir würden dir geben. Da haben wir sie. Und zwar die ungepimpte. Zack, sehr gut. Kann er sonst noch was brauchen? Kampfgeschick. Was erhöht denn das Geschick? Aktuelle Rüstung ist okay. Kann er vielleicht die Platte noch brauchen? Jawohl, das hat was gebracht, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ne, ich habe die Platte noch. Nimm sie. Geh nehmen. Geh platzieren. Ne, er nimmt sie nicht. Ja, dann kriegst du sie auch nicht. Okay, wer nicht will, hat gehabt. Nahrung braucht er keine. Und wir haben hier immer noch tatsächlich die Pumpgun, die nicht wirklich Pumpgun. Gut, hätten wir gehen auf Mission. Und zwar wieder irgendwo. Ne, gehen wir nicht. Es ist gerade zappenduster. Oder gehen wir auf Mission? Ne, gehen wir nicht. Dann gehen wir schlafen. Oder sollen wir noch was hinstellen? Es hieß doch, er ist nicht zufrieden mit der Bequemlichkeit, die wir hier haben. Dann gehen wir doch mal schauen. Richten wir uns doch hier irgendwo eine schöne Ecke ein. Hier hinten ist ein Schlafplatz. Hier oben haben wir ja nochmal einen Schlafplatz irgendwo. Da hinten, genau. Aber wie man jetzt hier tatsächlich an Gefährten rankommt, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Die müssen sich einem doch irgendwann anschließen, nehme ich an. Oder auch nicht. Ich hätte hier gerne mal noch... Moment. Licht. Wo war hier gleich nochmal das Licht? Wahrscheinlich bei Dekoration. Jawohl, da haben wir Licht. Nochmal F. Ja, das können wir nicht bauen, schade. Das können wir auch nicht bauen. Wir könnten so eine Tischlampe, eine Tischpunzel, Elektrikteile. Wohin mit dir? Vielleicht, dass er hier hinten ein bisschen Licht hat, wenn er hier schläft. Also, wenn er was lesen will oder so. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Machen wir mal hier hin. So, da müsste er sich freuen. Gehen wir hier raus. Ja, eben. Dann kann er hier tatsächlich noch ein bisschen was machen, bevor er schläft. Aber jetzt gehen wir auch schlafen, damit wir dann den nächsten Tag beginnen können. So, einmal zack. Jawohl, ich möchte den beenden und den nächsten bitte starten. Und dann mal gucken, was wir da alles haben. Geister wollen wir nicht. Wir wollen nicht, also doch trainieren wollen wir, aber nicht schleichen. Das muss nicht sein. Tag 8, der Schutzraum, morgen. Gehen wir mal gucken. Wahrscheinlich ist es sowieso, dass Oliver wieder was zu erzählen hat. Vielleicht sogar, dass er eine neue Lampe hat. Gehe erstmal noch kurz hier hin. Ich möchte noch mal was gucken. Können wir nicht herstellen. Das könnten wir herstellen. Das wäre... Beruhigungssalze. Ja. Könnten wir eigentlich schon gebrauchen. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch wieder etwas, was wir nicht machen können. Können wir da rausgehen. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen auf die nächste Mission. Oder wir gucken mal, ob er was hat. Wahrscheinlich ja. Ладно, Игорь. Что дальше? Nee, er hat nichts. Das heißt, wir gehen hier hin und schauen, was wir hier haben. Wir bräuchten eigentlich vieles. Medikamente können wir jetzt mittlerweile selber herstellen. Da ist schon wieder der Hubschrauber, guck mal. In der Basis bleiben. Nö. Roter Wald, Hafen von Brüwert. Und das ist wieder Michael, das ist wieder das mit diesen Geistern. Da stand mal noch in den Kommentaren, ob es vielleicht sein kann, dass in dieser grünen Soße drin, dass man da den Nahkampf irgendwie nicht anwenden kann. Wäre natürlich denkbar, das ist wohl so. Popacci herausgefunden, dass die Nahen euch was geschickt hat um den Alten. Würde das gerne mal machen. Okay, und du gehst in Richtung... Ja, mach mal Medikamente, würde ich vorschlagen. Zack, machen wir es so. Wir starten das Ganze und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe nicht wieder diese komischen Geister. Weil ich behaupte jetzt mal... Okay. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? Ja, das ist nicht eine Frage von, ob wir uns das leisten können, sondern, ja, wir müssen fast. Wir können das ja nicht alles alleine stemmen. Das geht ja auch nicht. Eben, diese Geister, diese Lichtgestalten oder was auch immer das komische jeweils ist, was wir da hatten bei Michael.
Ja, die kommen einem halt immer sehr nah. Da kann man auf Distanz fast nichts machen. Das ist das Mühsame. Und wir mit unserer Shotgun, die nicht schießt. Oder ja, sie schießt schon, aber halt nicht vernünftig. Das ist dann nicht ganz einfach. Wollen wir doch mal gucken. Hier haben wir nichts. Ein Häuschen, da können wir mal runter. Da wird wieder gespeichert. Ah, guck an. Hat doch noch ein bisschen was gefunden. Gehen wir mal zu diesen 114 Metern, die wir hier links haben. Also oben, meine ich. Gucken wir, was uns da erwartet. Komme ich hier rein? Nö. Wobei, man sollte halt schon alles ein bisschen betrachten. Der Meinung bin ich eigentlich jeweils auch. Wo ist es nicht? Nachher ist irgendwo hinten noch was und wir übersehen es. Ja, hier ist doch was. Elektrikteile brauchen wir genau. Sehr schön. Gut, was brauchen wir nicht? Wir brauchen eigentlich alles. Hier ist keine Markierung, aber ich gehe trotzdem gucken. Ja, das war mal ein Haus, bevor es eben plötzlich, weiß auch nicht, von krumm nach schief war. Jetzt aber gar nichts. Schade eigentlich. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wobei, ja, also eben, es ist ja wirklich jedes Mal ein bisschen was anderes. Aber die Sachen ähneln sich dann eben doch ein bisschen. Das ist aber auch wahrscheinlich sogar gewollt. Weil sich das natürlich aber wirklich auch ähnelt hier. Das ist irgendwie, es ist halt so. Da oben ist schon wieder dieses Grün. Da können wir nicht rein. Zumindest nicht so, wie wir... Da steht da einer. Da stehen zwei. Ich korrigiere, da standen zwei. Schön, die können wir looten. Die haben immer tolle Sachen dabei. Und wir brauchen ja noch eine AKM. Da können wir noch was lesen. Eine AKM können wir herstellen, sobald wir die Rohstoffe haben. Wie zuvor vereinbart, sind alle kritischen Dokumente, Mitteilungen und Berichte bereit zum sofortigen Transfer in den gesicherten Bereich im Bunker 007. Aha, interessanter Bunkername. Camp Smaragd, verbrennt sie den Rest des Archivs sofort. Okay, werden wir machen. Habe ich alles hier gelootet? Jawohl, da wird gespeichert, sehr gut. 150 Meter. Ja, und hier ist wieder grün, das heißt, hier würde ich dann vielleicht doch nicht hin. Müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Wäre auch irgendwie unlogisch, wenn wir... Oh, cool. Was ist das denn? Eine schöne Wandzeichnung. Ja, was man nicht alles entdecken kann hier. Da wird schon wieder gespeichert. Ui, jetzt speichert es aber relativ oft. Und es speichert ja in der Regel nicht umsonst. Also, im... Oder anders ausgedrückt, irgendeinen Grund wird es haben, warum gespeichert wird. Ja, 40 Meter. Da muss ich aber aufpassen. Also der Grün da unten ist irgendwie eine Röhre, ein Loch, wo man rein kann. Кто здесь? Эй! Я тут! Nehmen wir mal den Hintereingang. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier geht's ein, jetzt ist nicht weiter. Jetzt, wo wir so einen schönen Hintereingang... Ach doch, hier. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schon einen Hintereingang nehmen, muss es doch irgendwie auch weitergehen. Irgendwie ein Archiv, okay. Mit einem Tresor. Und hier können wir nichts machen. So ein schöner Tresor und wir können hier nichts machen. Das ist ja auch bitter. Ich gehe mal nochmal in Deckung. Man weiß ja nie. Hey! Hey, du da! Помоги мне, пожалуйста! Oh. Ja, wir reden mal mit ihm. Helfen, das werden wir gleich sehen. Похоже, ты здесь не просто так оказался. Рассказывай,
Чего ты тут делаешь? Чего делать? Да ничего, я никому вреда не причинял. Прошу тебя. Я патрулировал местность, а тут этот маньяк на меня напал и притащил сюда. Он сказал, что использует меня как приманку для каких-то чудовищ. Пожалуйста, помоги мне. Я не хочу умирать вот так. Ja, schwierig. Vielleicht hätten wir dann Verbündeten bei den Nah, aber ich weiß nicht. Nicht einmal ein Namiskerl sollte so sterben. Verlange Bezahlung? Nein, das nicht. Wir helfen ihm mal. Не нравится мне, когда людей используют как приманку. Погоди минутку. Сейчас я тебя освобожу. Спасибо тебе. Я этого не забуду. Ja, das wäre die Absicht, dass du das nicht vergisst. Слава Богу! Я сваливаю, и тебе того же советую. Этот маньяк или чудовище могут появиться в любой момент. Die Monster sind wieder unterwegs. Слава Богу, я сваливаю. Okay, das hatten wir. Ich dachte, vielleicht sagt er noch mal was, aber er sagt nichts mehr. Kann ich nicht hier irgendwie noch weiter? Nö, geht nicht. Aber wir können oben noch rein. Müssen aber nicht, wenn wir die Markierung betrachten. Sehen wir, das haben wir soweit erledigt. Müsste man nur wieder rauskommen. Ach, Herr Jemine, wo sind wir denn jetzt lang, um hier reinzukommen? Ich glaube, hier ging es irgendwie... Ja, genau. Wollte gerade sagen, irgendwie ging es doch hier rauf. Ja, und hier geht es wieder raus. Jetzt können wir mal gucken. Die Markierung müsste eigentlich weg sein. Ja, hier hinten ist nichts mehr. Ja, da ist sogar grün. Das können wir lassen. Dann haben wir 150 Meter. Die würde ich mal gerne noch mitnehmen. Machen wir mal wieder ein bisschen im Galopp hier. Zumindest bis wir in der Nähe sind. 108. Oh, da wird's kritisch. Muss ich jetzt die Gasmaske wieder anziehen? Da bin ich nicht so ein Fan von. Aber auf der anderen Seite. Bevor es uns dann irgendwie hier. Ja, da sieht man es auch. So, einmal rauf. Meter. Man sieht halt viel weniger. Ganz klar. Ja, ich möchte halt nicht schleichen. Ich habe schon nicht geübt. Ganz bewusst, weil ich es aber nicht mag. Also ich mag halt tatsächlich dieses kurze... jeweils in den Kopf schießen, das ist zehnmal effektiver, finde ich. Und das funktioniert ja eigentlich auch relativ gut. Ich möchte aber schon die Pumpgun hier mal noch benutzen. Aber eben, wenn sie halt nichts bringt. Da geht es doch schon wieder runter. Zappenduster. Ja, diese blöden Dietriche. stimmt, wir waren ja an der Basis. Ich vergesse diese Dietriche ständig, weil wir mal welche hatten. Wow, das geht ja aber ordentlich tief runter. Und wenn dann da unten wieder so ein Geistesviech ist. Na dann, Halleluja, hier geht's. Oh Gott, ich werde mich hier fürchterlich verlaufen. Immerhin sind hier noch Sachen, die wir mitnehmen können. Das hat sich also in dem Fall schon mal halbwegs gelohnt. Und hier geht es wieder raus. Wir haben aber irgendwas noch übersehen. 40 Meter sind das. Ist da nicht noch was? Doch, hier ist noch was. Nochmal Elektrikteile. Sehr gut. Ja, hier geht es auch raus. Ja, das ist aber nicht, was ich wollte. Definitiv nicht. Wobei, nee, da 20 Meter haben wir als Anzeige. Also muss hier hinten irgendwo was sein. Oder muss ich da einen anderen Eingang nutzen? Oder wie komme ich nach da hinten? Ja, hier geht es halt nur runter. Jetzt müssen wir hier irgendwie rechts. Und rechts geht genau nicht. Ja, jetzt kommen wir wieder raus. Na, Halleluja. Und jedes Mal wird gespeichert. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwie einen anderen Eingang haben. Meter sind es noch.
Gehen wir doch nochmal in Deckung. Wir sind in Büschen. 4 Meter. Also muss hier was sein. Feinde sehe ich keine. Ein Ast. Okay. Habe ich hier schon gefunden, was ich hier finden soll? Nee, da haben wir nochmal 10 Meter in die Richtung. 7 Meter. Ist schon das Teil hier, aber hier kann ich nichts machen. Ja, hier waren wir doch schon drin. Oder ist das schon wieder was anderes? 15 Meter. Das ist nicht, was markiert ist. Markiert ist irgendwas hier oben. Und zwar das hier, so wie es aussieht. Aber eben, wenn ich hier nichts machen kann, dann kann ich hier halt beim besten Willen nichts machen. Naja, dann würde ich sagen, wir gehen irgendwo zu einem anderen Punkt hin. Weil wir haben ja noch welche. Ich habe das aber nicht aufgeklärt. Man sieht, sobald ich weggehe, hier, so, dann haben wir da wieder die 4 Meter. Ja, aber Leute, wenn ich hier halt nichts anklicken kann, nichts machen kann, dann wüsste ich nicht, was ich hier machen soll. Jetzt sind wir wieder beim Thema Schleichen. Da wusste ich auch nicht, wo ich hin muss. Oh. Ein abgestürzter Hubschrauber. Machen wir da mal den hier. Da ist aber nichts, so wie es aussieht. Das führt uns aber zum nächsten Ziel immerhin. Es fängt an zu regnen. Ne, kommt Tarn schon noch. Die Gasmaske muss man da irgendwie abnehmen können. Ja, das war mein Gedanke auch. Komme ich hier runter? Oh. Echt jetzt? Ja, aber das war 1,50 Meter. Das kann, ja gut, das war vielleicht ein bisschen höher, war es vielleicht. Wir haben doch Medikamente hergestellt, ja. Verwenden wir doch glaub mal kurz. Ja, John ist wieder besser. Die Psyche ist auch nicht so wirklich ideal, aber das lasse ich jetzt mal für den Moment. Ich würde gerne zu diesen 50 Metern hin dort hinten. In der Hoffnung, dass wir hier mal wieder etwas haben, was wir dann auch sozusagen nutzen können. Geht da jemand? Ach, das ist doch wieder dieser Händler. Ja, ja, den hatten wir doch schon mal. Der Schlosser, genau. Привет, уважаемый коллега. Plaudere, tausche. Ne, wir gehen. Счастливого пути, друг мой. Und hier hinten kam ich nicht rein. Aber jetzt hätten wir eine Gasmaske an. Wieso kommen wir denn hier? Ich kann gar nicht, doch, ich kann. Warum sind wir denn hier nicht weitergekommen? Oder weil irgendwas zu war? Nee, ich glaube tatsächlich, hier war eine Strahlung drin. Jetzt komme ich hier lang. Interessant. Aber ich möchte den eigentlich nicht beklauen. Ist eigentlich nicht die Idee. Ja gut, gehen wir wieder raus. Ach, hier haben wir sogar eine Werkbank. Da könnten wir nochmal Rüstung etc. herstellen. Allerdings dafür, man sieht es, da fehlen uns die Ingredienzien. Geht auch nicht, da fehlen Kräuter. Naja gut, gehen wir raus. Aber gut, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Oh, hier können wir aber doch noch was mitnehmen. Ich habe zwar gesagt, ich möchte ihn nicht beklauen, aber wenn es dann so rumliegt und uns anschreit, nehmen wir es natürlich dann doch mit. Gut, gehen wir wieder raus. Ja, dann haben wir hier im Prinzip so eine Art, ja, wie sagt man dem denn? Ein Lager, so ein kleines. So, schönen Tag noch. Wir haben noch einen Termin. Wir müssen nochmal 115 und 110 Meter weit. Hier wieder diese Pumpen. So, 80 sind es in die Richtung. Machen wir das mal. Waren wir hier denn schon mal? Ich meine, wenn dort der Typ steht, dann waren wir doch in der Gegend, waren wir doch schon mal. Und wir haben immer noch keine Dietriche, das heißt, im Prinzip macht das keinen Sinn, jetzt hier an Orte zurückzukehren, wo wir schon waren, wenn wir sowieso wieder nicht Türen aufmachen können, die wir vorher schon hier aufmachen konnten. Ja, und ob ich hier schon war. Ich glaube, ich bin mir wieder falsch gelaufen. Kann das sein? Jawohl. So, wir rennen. Weil ich möchte jetzt etwas Neues sehen haben. Und ja. Damit interagieren, wenn man so will. 60 Meter. Ein Häusle.
wird wieder gespeichert. Aha. Kann ich immer noch nicht zerschlagen, glaube ich. Ich höre Geigenmusik. Oh. Nein, die mit ihren Dietrichen. Ach, come on. Oh. Du hast ein neues Level erreicht. Wir können wieder trainieren. Okay. Habe ich eine Taschenlampe gefunden? Irgendwas habe ich gerade aufgenommen. War es eine Taschenlampe? Wenn man es jetzt noch wüsste. Naja, wie auch immer. Hauptsache, wir haben wieder was Neues. Sie möchte uns irgendwo hinlocken, die gute Tatjana. Wo ist sie hin? Ja, hier sehen wir auch nichts. Außer ein Geist von Tatjana und eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Ja, Dietriche. Also Dietriche sind wirklich die Hauptpriorität. Wenn wir das nächste Mal irgendwie aus dem Haus gehen oder von der Basis weg, dann brauchen wir Dietriche. Was anderes. Ja, brauchen wir zwar auch, aber nicht so dringend wie Dietriche, weil wir können ohne Dietriche einfach nichts machen. Nicht wieder runterfallen. Das ist wieder der Kollege, das bringt nichts, da waren wir schon. Dann müssen diese 100 Meter hier noch sozusagen nicht neu sein, aber, Dankeschön. Die werden wir mal noch besuchen. Höre ich da Schritte? Irgendwie höre ich Schritte. Ja, da. Da haben wir die Markierung. Sehe nicht. Oh je, das sind noch weitere. Da hinten ist noch einer. Wir bräuchten Granaten. Oh, schlecht. Ich habe ihn nicht gesehen im Dunkeln. So, aber die drei haben wir weg. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Wir sind doch wahrscheinlich schon wieder beschädigt. Ja, ein bisschen. Aber wir haben keine Medizin mehr. Wir müssen an der Basis neben den Dietrichen auch mehr Medizin herstellen. So wie es aussieht. Wo haben wir hier die Leiche? Hat sich die schon wieder vom Acker gemacht? Hier unten liegt sie. Dankeschön. Wo habe ich den anderen gekillt? Hier hinten. Ja, das lohnt sich sowieso mehr wie schleichen. Weil wenn wir schleichen, kommen wir nicht an die Loot-Sachen ran, die hier zu verteilen haben. So, noch 70 Meter. Kugeln haben wir auch noch, das ist kein Problem. Haben wir hier schon? Also falls ja, haben sie zumindest nochmal ein neues Loot verteilt. Meter, 4 Meter, 5 Meter. Ach, geht's hier runter? Hier geht's runter. Aber eben waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Und irgendwie komme ich hier nicht runter. Doch, jetzt geht's. Ist ja noch dunkler. Mit L kann ich immer noch nichts machen. Aber ich dachte, wir hätten hier eine Taschenlampe vorher gekriegt. Ich werde hier mal ganz kurz umstellen. Auf die Pumpgun. Weil sie irgendwie so ein Monster daherkommt. Bringt das wahrscheinlich schon mehr. Auch wenn das Teil halt einfach irgendwie keine Durchschlagskraft hat. Uff. Okay, der Fernseher. Ich dachte gerade für ein Momentchen.
удовольствие, даже если я давлю мерзких грызунов вроде тебя. Но иногда высшая... Ja, die Opfer sind notwendig. Oh. Oh, was ist das jetzt hier? Eine Falle? Jetzt wird's hier grün? Ach nö. So, instinktiv mal den Fernseher gekillt, wobei der Ton ist immer noch da. Was ist das denn jetzt hier komisches? Guck mal. Hier ist ein Hä? Was ist denn nun los? Kommt hier noch Wasser rein? Ich komme tatsächlich jetzt nicht mehr raus. Oder bin ich irgendwo anders reingekommen? Nein. Was ist das denn komisches? Okay, jetzt ist er verstummt. Warum macht man hier... Warum macht man hier zu? Ich verstehe es gerade nicht. Hier komme ich nicht raus. Und dieses Grün hat uns doch bis jetzt gekillt, jeweils. Ah. Okay. Den Schalter hätte ich gefunden. Okay, Glück gehabt. Zum Glück habe ich jetzt aus lauter Doofheit diesen Schalter noch gefunden. Was ist das denn hier Gefährliches? 18 Meter, 17 Meter. Ein Hinweis. КХ Припять. Дуга. Что это все значит? Okay. Bitte lesen. Pausieren kurz das Video, wenn ihr das lesen wollt. Wir gehen da raus. War das jetzt das, was wir hier finden sollten? Ein Meter. Перезарядить ловушки. Что? Почему? Кто бы не шел за нами по пятам, он наверняка придет сюда в поисках зацепок. Может, было бы благоразумно. Что? Использовать возможность немного сократить поголовье бойцов НАР? Именно. Слушай. Мне в жизни приходилось убивать. Но этот план мне совсем не нравится. Бог знает, кто тут может шариться. Что если в эту ловушку угодит гражданский? Ja, ist auch wieder wahr. Ты прав. Belassen es? Слишком рискованно. Не хочу случайно убить самосёла, который просто отправился на разведку. Хорошо. Я рад, что мы договорились. Ты наконец-то мыслишь как настоящий военный. Ja, eben. Dein Status hat sich verbessert. Aha, okay. Weil wir seiner Meinung waren. Quest abgeschlossen. Alte Dokumente. Gut, dann können wir wieder raus. Ich dachte gerade, gegen diese Geister helfen diese Fallen ja sowieso nicht. Also wozu sollen wir die wieder installieren? Weil mit den Nahsoldaten werden wir ja fertig. Die sind nicht das Problem. Und am Schluss tappt dann wirklich jemand rein, den wir vielleicht noch brauchen. Oder... den wir einfach nicht unbedingt jetzt noch ins Jordan hätten schicken müssen. Das muss ja auch nicht sein. Ist ja sowas? Nein. Ich frage mich immer, wenn ich so Räume finde, wozu die programmiert werden, wenn da nichts drin ist. Oder geht es ja weiter? Hier geht es weiter. Allerdings, im Endeffekt, wir müssen einfach raus. Ja, das können wir hier wieder. Den Ausgang gefunden. Sehr gut. Gespeichert. Wir machen Folgendes. Nein, jedes Mal drücke ich erstmal falsch. Ist aber auch gut, das war was für die Psyche. Nein. Das Teil brauche ich, genau. Damit wir zurück zur Basis kommen. So. Und, ja, dann haben wir diese Mission gelöst. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich frage mich halt, wie lange das wirklich geht, bis wir da mal einen Gefährten kriegen nochmal. Ich meine, Oliver ist ein guter Mann. Aber wir kriegen ja, ich glaube, 3 bis 4 Leute kriegt man irgendwie dazu. Nur wie? Bett haben wir hingestellt, also wir wären gerüstet. Rein theoretisch. Naja, gut. Mission erfolgreich. Bei ihm ebenfalls. Sehr gut. Da hat er nochmal ein paar Sachen gekriegt. Dann gibt's Food. Wie immer normal, würde ich sagen. Jawohl. Wollen wir beenden. Dankeschön. Und dann würde ich sagen... ja, dann hat's hoffentlich gespeichert. Würde ich sagen. Beziehungsweise, es ist eh dunkel. Wir kommen von der Mission zurück. Wir gehen schlafen und morgen werden wir gucken, dass wir die Triche kriegen. So, können wir schlafen? Jawohl. Okay, wir werden den Tag beenden.
und somit auch die Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen Spaß gemacht und darauf, wir sehen uns morgen wieder. Und dann bitte, Herr Eisenberg, denken Sie mal an die Dietriche. Wir brauchen Dietriche. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.